Hallo, wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich seit mehr als 10 Jahren Verjüngung lehre und entsprechende Übungen anbiete. Wie du weißt, heißt meine Methode Bloomies Beauty und Facelift. Und vielleicht kennst du sicher auch meine Verjüngungsfotolinie, wie ich vor 13 Jahren mein allererstes Foto auf diesem Weg aufnahm. Und wie ich jedes Jahr diesen Prozess fotografisch begleitete. Und du siehst mich jetzt, wie ich jetzt aussehe, und ich werde 68 Jahre, biologisch gesehen. Auch wenn ich inzwischen ganz genau weiß, was ich tue und was ich anbiete, kann ich nicht jedem helfen. Das will ich dir ganz klar sagen. Meine Methode ist nicht für jeden und jede. Meine Verjüngungsmethode, Bloomy, ist echt nur was für Menschen, die ein wirkliches Ziel haben und die mit diesem Ziel auch noch tatkräftig umgesetzt selber etwas erreichen wollen. Dieses Ziel durch eigenes Tun erreichen wollen. Es ist machbar. Ziele damit zu erreichen, Verjüngungsziele damit zu erreichen, ist machbar. Das ist lange von vielen erprobt und ab und zu erzähle ich auch von meinen Erfolgen. Also man muss es einfach nur wollen und tun. So mit dem Umkehrschluss, Bloomy ist nichts für Menschen, die kein Ziel haben und die, naja, nicht so gerne etwas tun dafür, also nicht so viel dafür tun wollen. Es gibt ja Menschen, und vielleicht gehörst du dazu, die etwas anfangen, immer wieder anfangen und anfangen, aber nicht weitermachen. Ja? Die bei der kleinsten Schwierigkeit, bei ein bisschen Mühe sagen, ach nee, ist doch nichts für mich. Ach, ich bleib lieber so, wie alles ist. Ne? Ich mache nicht weiter. Ich gebe auf. Ne? Auch wenn dir das vielleicht nicht bewusst ist, aber gucke mal, ob du nicht schon viele, viele Sachen in deinem Leben begonnen und nicht zu Ende gemacht hast. Oder du gehörst zu den Menschen, denen ich auch immer wieder begegne, die sagen, ach, das brauche ich nicht, ich lasse die Natur walten. Kann man vielleicht so herangehen. Wobei ich dann immer sage, naja, die Natur macht das vielleicht noch bis 30, aber ab 30, da komme ich noch drauf, sollte der Mensch schon mal ein bisschen selber machen. Auf jeden Fall, die das so denken, brauchen mit Bloomy nicht anzufangen. Bloomy ist keine Pille, die man schluckt und dann ist alles gut. Mit den Bloomy-Übungen braucht es Zeit. Es hat Zeit gebraucht, das Altern sichtbar zu machen. Es beginnt so mit 35, dass man so langsam seine Spannkraft verliert. Mit Mitte 40 hat man schon die ersten Anzeichen. Also mal Durchschnitt, der eine so, der andere so, ja. Aber mit Mitte 50 ist garantiert schon dieses und jenes deutlich zu sehen, so wie bei mir damals, und auch deutlich zu spüren. Denn der Alterungsprozess ist ja nicht nur im Gesicht zu sehen, ja, sondern er ist im ganzen Körper spürbar. Wer mit Bloomy-Übungen anfängt, der sollte schon eine gewisse Frustrationstoleranz haben. Weil die ersten Monate, sag ich mal, es ist unterschiedlich, je nachdem wie alt ihr seid und die unterschiedlichsten individuellen Voraussetzungen, ja, es dauert einfach, bis so die ersten sichtbaren Erfolge sind. Das war bei mir genauso, ja. Ich glaube, dass ich im ersten und zweiten Jahr, ich habe regelmäßig trainiert, noch nicht allzu viel gesehen habe, aber da wusste ich auch noch gar nicht, was da so kommt. Das war bei mir am Anfang. Ich bin jetzt den Weg vorgegangen und den braucht ihr ja nur nachgehen, selber machen. Es ist auch so, und das gebe ich zu, selbst nach über 13 Jahren Training, und in den letzten Jahren trainiere ich ja viel gekonnter, weil ich inzwischen viel mehr weiß, viel bessere Übungen erschaffen habe, bin ich immer noch keine 33. Würde ich gern, bin ich noch nicht. Wer die Übungen insgesamt ungenutzt lässt, wird überhaupt kein Ziel erreichen, falls er sich mal eins gestellt hat. Diese Übungen können auch nicht 1, 2, 3 den Alterungsprozess hinwegpusten, die Falten einfach schnell beseitigen. Ja, das funktioniert nicht. Der Körper benötigt viel, viel Zuwendung, um dann auf uns zu hören. Oder du gehörst zu denen, die ja gerne etwas wollen, die auch Ziele haben, die dieses und jenes Mittelchen immer mal wieder kaufen, sogar Übungen en masse bei sich zu Hause stapeln, in Form von Kassetten, DVDs, je nachdem, welches Medium du bevorzugst, und dann aber nichts damit machst.
dann ist dieses Geld für Blumi rausgeworfen. Ja, da kannst du es gleich nehmen, aus dem Fenster werfen. Es wird dir nichts nutzen. Ich würde es lieber sehen, wenn du dich auf einen Kurs, auf einen Zielbereich konzentrierst und dort erstmal intensiv anfängst zu trainieren, um für dich selbst die Motivation zu haben, um auch nach und nach zu sehen, ja, es bringt was. Also erst einmal mit einer Sache anfangen und dann sich darauf konzentrieren, das sehen, was passiert, was kommt da. Und dann kann man nach und nach, ich meine, ich habe 200 Übungen, Massagen, Tipps und ähnliches gegen den Alterungsprozess. Also ich mache nicht irgendwelche Fitnesssachen, sondern wirklich gezielt gegen den Alterungsprozess. Doch das geht nur mit deiner Mitwirkung. Die Übungen allein nützen gar nichts. Die sind da, die sind schön. Aber wenn du sie nicht nutzt, wenn du nicht trainierst, macht es keinen Sinn, ist es sinnlos, nutzlos und lass es. Blumi-Übungen sind etwas für die Eva in dir. Erinnere dich, Eva im Paradies hörte nicht auf Gott oder die Natur, egal jetzt erstmal, die Geschichte ist nun mal so. Und sie biss in den Apfel der Erkenntnis. Egal was da kommt, sagte sich, ich möchte das. Und dann, was kam auf sie zu? Adam hat ja mitgebissen. Sie wurden aus dem Paradies der Unwissenheit hinausgejagt und müssen seitdem im Schweiße ihres Angesichts die Welt beherrschen. Aber sie können sie auch beackern. Sie können sie verändern. Sie können sie erweitern. Sie können was damit tun. Und was haben sie seit Beginn ihres eigenständigen Tuns nicht alles Wunderbares erreicht? Und ähnlich ist es mit den Blumi-Übungen. Kommt aus dem Paradies der Untätigkeit und der Unwissenheit heraus und geht hinein in dieses neue Wiedererblühen. Das ist das, was ich in euch anregen möchte. Die großartige Eva in euch. Dafür sind die Übungen gemacht. Für sie, für dich, die du das sein willst und kannst. Ich biete sogar die Möglichkeit an für alle, die sagen, aber es ist so schwer, den Anfang zu machen. Es sind so viele Übungen, ich weiß gar nicht, wie ich daran gehen soll. Womit fange ich an und was bringt das und so weiter. Das verstehe ich. Ja, ich habe ja lange gebraucht, ehe ich die Übungen nach und nach aufgebaut habe. Und jetzt habt ihr eine Fülle an Übungen. Und wo fange ich an und wie fange ich an und was mache ich da? Ihr könnt mich buchen. Ihr könnt mich für 1, 2, 3, 4 Begleitstunden buchen. Und wir erarbeiten zusammen einen individuellen Übungsplan. Der ist mehr als wertvoll. Wenn du genau weißt, aha, das bin ich, das werden wir natürlich herausfinden. Ne? Wir machen das über Zoom, wir gucken uns gegenseitig an. Ne? Ich sehe, was du brauchen könntest. Du sagst mir, was du gerne hättest, wo deine Zielstellung ist. Und dann erarbeiten wir einen Übungsplan, der genau auf dein Leben zugeschnitten ist. Es muss ja passen. Es muss nicht nur für deine Zielstellung passen, es muss in deinen Alltag passen. Die einen sind ledig, die anderen sind verheiratet. Es gibt Leute, die haben Kinder und Enkelkinder und ähnliches. Und da muss es reinpassen. Es muss irgendwie gehen. Und aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, es geht immer. Wer das will, da geht es immer. Da habe ich immer die richtigen Tipps. Könnt ihr mir glauben? Könnt ihr machen. Und dann können wir, je nachdem, wie ihr das wollt, können wir so nach 1, 2, 5 oder 7 Monaten oder sogar nach einem Jahr nochmal gucken, wie weit bist du, was hat dich gehindert, wo können wir weitermachen. Weitermachen ist das Credo. Weitermachen ist das Ziel. Immer weiter, weiter, weiter. Denn der Alterungsprozess, das ist nicht sowas wie eine Diät. Ja, wenn ihr so 10 Kilo abgenommen habt, dann ist gut. Nein, beim Alterungsprozess den aufzuhalten, das geht nur mit immer neuem und neuem Tun. Und ich kann euch versichern, man kann sehr, sehr viel dagegen tun. Diese Zeit investiere ich dann gern. Also ich investiere meine Zeit gern in Menschen, die ein Ziel haben, die etwas erreichen wollen und die individuell gezeigt bekommen wollen, wie es machbar und möglich ist, auf dem Blumi-Verjüngungsweg voranzugehen und seine Ziele zu erreichen. Ich bin den Weg vorangegangen. Ich habe viele, viele Hürden nehmen müssen. Ich habe auch Niederlagen hinnehmen müssen. Ich habe auch Ziele nicht erreicht. Wie gesagt, ich bin noch nicht 33, mein Ehrgeiz geht aber dahin. Ja? Nicht nur äußerlich, sondern von der ganzen Konstitution, vom gesamten innerlich, geistigen und körperlichen Maße. Ja, alles, was dazugehört, und da gehört sehr, sehr viel dazu, um den Weg ganzheitlich gehen zu können. Es gibt Hindernisse, zum Beispiel, und das ist ein ganz einfaches Hindernis, ich habe keine Lust. Das passiert mir doch auch. Ich habe keine Lust. Und dann mache ich einen Tag mal nichts. Das geht doch auch. Ist doch kein Problem. Das muss man auch alles wissen, wie man sowas am Anfang und mittendrin und weiterhin handeln kann. Kann ich euch zeigen, kann ich euch helfen.
Oder ihr erprobt es auf eigenem Wege, so wie damals entschlossen die Eva einfach in den Apfel biss. Bucht ihr einen Online-Kurs, wo ihr glaubt, der passt zu euch? Das wisst ihr ja selber auch schon sehr gut. Ne? Sind es die Augen, ist es der Mund, ist es der Hals oder ist es Körperliches? Ne? Da gibt es ja alles Mögliche. Auf dem Blumi-Verjüngungsweg gibt es für beinahe jede Alterungsfrage eine Verjüngungsantwort. Die werdet ihr finden. Das ist ganz einfach, das ist übersichtlich dargestellt. Ihr müsst es, ich habe es schon gesagt, tun. So, und bis zum nächsten Mal. Bleibt schön jung. Eure Verjüngungstrainerin Uta Baranowski, Gründerin von Blumis Beauty und Facelift. Tschüss.